Check-up, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Guten Abend bei Check-up, das Gesundheitsmagazin. Es ist zum Haarausreißen. Für die meisten von uns ist das einfach so eine Redensart. Für Tatjana Lustrati leider bittere Realität. Seit ihrer Kindheit leidet sie unter Trichotillomanie. Das bedeutet, dass sie sich vor allem unter Stress einzelne Haare ausreißt, bis es zu kahlen Stellen auf dem Kopf kommt. Eine Behandlung mit Hypnose hat Tatjana Lustrati geholfen, die Zwangsstörung zu überwinden. Wir haben sie dabei begleitet. Ich hatte einen Haarausfall und dann hat meine Tante das Gefühl gehabt, ich müsse zum Hautarzt. Das haben wir dann auch gemacht und er hat 3 Haare ausgerissen, wirklich dank Abdeck. Und von dort weg hatte ich den Impuls zum Haarreissen. Der Besuch beim Hautarzt wird für Tatjana Lustrati zu einem traumatischen Erlebnis. Der Dermatologe will bei der damals 10-jährigen Haarprobe in der Schamgegend nehmen. Ja, für mich war es ein Übergriff. Ja. Ich habe das dort als Kind schon so empfunden. Ich habe dann auch nie mehr zu ihm wollen. Das war für mich ganz schlimm. Und er hatte auch ein bisschen so den Ruf. So ein bisschen mehr, als er eigentlich sollte machen. Die 45-Jährige leidet fast ihr ganzes Leben unter dem Haarausreissen. In gewissen Phasen hat es sich nicht mehr kaschieren lassen. Man hat es gesehen, wie auf diesen Bildern von anderen Betroffenen. Stress, Langweile, belastende Situationen, dann ist das Reissen besonders schlimm. Einfach, ich habe mich geschämt. Ich habe gewusst, eigentlich hätte ich so schönes Haar, oder? Ah, Wind, ah, es windet, die Haare im Wind. Das kann ich alles nicht kennen. Ich musste schauen, oh, ich muss aufpassen, da sieht man etwas. Und oh, der Wind kommt, Hilfe. Ich habe gedacht, ich bin die einzige Frau auf dem Planeten Erde, die das hat. Ich bin nicht ganz bachend, ich habe irgendein Problem. Doch die Coiffeuse ist nicht allein. Es gibt sogar Menschen, die sich auf ihr Leiden spezialisiert haben, so wie der Hypnosetherapeut Thorsten Spielmann. Nach intensiven Vorgesprächen gibt es in seinem Coaching eine Phase, wo er einen Zustand von der Trance herstellt. Die Betroffenen erinnern sich im Unterbewusstsein dann an schwierige Begebenheiten, z.B. in der Kindheit, wo sie mit Hilfe vom Coach dann aus der Erwachsenenperspektive lösen. Genau dort, genau in dem Augenblick, wo deine Mami zum allerersten Mal dich gefragt hat, was du da mit deinen Haaren machst. 5, es geht zurück in die Vergangenheit. 4, immer weiter zurück. 3, genau in diesem Augenblick, etwa mit 6, wo du zum allerersten Mal von deiner Mami auf das Haarreissen angesprochen worden bist. 3, 2 und 1, du bist da. Das Lösen von diesen Problemen bewirkt offenbar, dass der innere Zwang, sich die Haare auszureissen, weniger wird. Darum hat laut Thorsten Spielmann seine Methode bei 80% der Betroffenen Erfolg. Bei den meisten ist es so, dass wenn alles normal funktioniert in diesen Abläufen von diesen 2 bis 3 Sitzungen, alles Wesentliche hat bewirkt werden können und die Leute nachher zwangsfrei sind. Psychiatrische Universitätsklinik in Zürich, der Michael Rufer, weiss, das Haarausreissen kommt bei rund 1% der Bevölkerung vor, also sehr häufig. Aber die wenigsten suchen eine Behandlung, weil sie sich schämen. Die Hypnose ist für ihn eine alternative Behandlungsmethode. Wissenschaftlich untersucht und erfolgreich sind für ihn andere Therapien. Keine der heutigen Therapieformen hat ein Patentrezept. Keiner kann sagen, wir können fast alle Patienten erfolgreich behandeln. Aber die kognitive Verhaltenstherapie hat die beste Datengrundlage. Sie hat die meisten Studien gemacht und sie konnte mehrfach zeigen, dass sie, wenn sie eben so multimodal arbeitet, also mit verschiedenen Bausteinen und so, tatsächlich auch zu deutlichen Erfolgen führt. In einer Therapie muss man vielleicht nicht nur das Phänomen vom Haarausreissen anschauen, sondern auch die Hintergründe, wieso es so weit gekommen ist. Häufig gibt es auch noch andere psychische Störungen, die man im Auge behalten muss. Medikamentös eher zweite Wahl. Das konnte man auch zeigen, dass die Verhaltenstherapie da den Medikamenten überlegen ist. Was man in letzter Zeit noch mehr anbietet, sind so achtsamkeitsbasierte Strategien. Es scheint ein sehr wichtiger Weg für die Patienten auch zu sein, um mit Emotionen besser umgehen zu lernen, unter anderem eben auch unangenehme Zustände auszuhalten. Für Betroffene gibt es übrigens viele Informationen im Internet. Trichotillomanie.de ist eine von vielen Seiten. Zurück zu der Tanja Lustrati.
Sie hat das Problem vom Haarausreissen hinter sich lassen. Ich bin raus, bin heimgefahren, habe zwei Tage, also zweimal noch Haar gerissen und dann nie wieder. Als Coiffeuse hat sie sich in Cham unter anderem auf Fälle von Betroffenen spezialisiert. Das wär's gsi bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Kontakt zu unseren Gesundheitsexperten zum Thema Trichotillomanie, von der Hypnose und der Psychiatrie, die findet Sie bei uns auf der Homepage. Auf Wiedersehen miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.